Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Megaprojekt. Wir gehen direkt auf den Server drauf. Und ja, ich habe schon kurz vorher nachgeguckt, ob das mit dem Wisp funktioniert hat. Leider ist er weg. Ja, also ändert auch nichts, wenn ich das hier aufmache oder das Minecart wegmache. Glaube ich, ja. Also da haben wir das Problem eben. Ist übrigens keiner da. Dass die ganzen Mobs einfach verschwinden. Ich glaube, das liegt daran, dass hier so viele Mobfallen sind. Deswegen despawnen die einfach. So. Also können wir das leider nicht machen. Was ich sehr, sehr schade finde. Das bedeutet, wir müssen uns hier für was anderes anfallen lassen, was wir hier hinmachen. Und ich denke mal, dass wir dann einfach andere Geräte hier hinsetzen werden. Wie zum Beispiel die großen Geräte. Was gibt es denn alles? Da gibt es ein Blast Furnace, dann gibt es da einen Infernal Furnace, dann gibt es da. Ich weiß gar nicht, was noch. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch was gibt, aber das sind auf jeden Fall die Hauptdinger. So, dann mal Stone Bricks, machen wir mal zu den ganzen Mist hier. Ja, kommt alles weg. Ah, da habe ich die Redstone Torches noch drunter, aber egal. Die sind nicht so sonderlich wichtig erstmal. So. Sammeln wir das alles an. Machen wir hier zu. Zack, zack, zack. Zack, zack. Dann zack, zack, zack. Und das auch weg. So. Zack, zack, zack. Passt. So, es kommt alles wieder weg. Bin noch mal überlegen, was ich jetzt genau hinmache, aber ich denke mal, die größeren Blöcke, also die größeren Gerätschaften, dürfte eigentlich ganz in Ordnung sein, wenn ich die da hinmache. Nur wie ich das einteilen werde, ist halt dann noch die Frage. So. Gut, dann werde ich jetzt mal ganz kurz gucken, wie es denn aussieht, was für Geräte es da alles gibt. Weil Spark hat die, glaube ich, schon aufgestellt, da kann ich ja mal kurz nachgucken. Ne, hier nicht. Da vielleicht. Ne. Dann gehen wir kurz hier durch. Vielleicht mal Jetpack weg. Jawohl, das kann ich noch lassen. Dann gehen wir mal hier runter. Wo hat der die denn? Ich weiß, dass der die schon hat. Da, die hier. Das ist einmal der Coke Oven und dann einmal der Blast Furnace, genau. Solche Sachen kann ich mir dann halt aufstellen. Dann könnte ich auf die Seite zum Beispiel auch noch die Meta-Produktion machen oder irgend sowas. Ich weiß es noch nicht ganz, aber ich glaube, die mache ich dann doch woanders hin. Muss mir überlegen. So, dann kann ich noch gucken. Der Infernal Furnace, der wird dann auch noch ganz gut unterkommen. Ich gucke noch eben bei Tim vorbei, ob der noch irgendwas anderes hat. Aber ansonsten fällt mir da eh nichts an. Und ja. Wir sind eigentlich überall fliegende Grasblöcke. Seltsam. So. Hier unten hat er das. Boah, leck. Okay. Also hier dann. Coke Oven und den Infernal Furnace. Nein, Blast Furnace. Ja, aber sonst auch nichts anderes. Also die und der Infernal Furnace sind halt dann so die Sachen, die da einem einfallen könnten. Gut, dann gehen wir mal rüber. Ich werde, glaube ich, am Wochenende, wenn ich es zeitlich schaffe, einen Livestream machen, in dem ich mein Haus bauen werde. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich hier oben alles wegmachen. Ja, mal schauen. Ich weiß es noch nicht ganz, wie wir das regeln werden. Obwohl, ich kann das eigentlich auch schon jetzt wegmachen. Und ich muss irgendwas dagegen machen, dass ich hier wieder Magie habe. Das geht ja gar nicht. Ich muss immer hier hingehen. Zu dem Baum. Ne? Ne? Hier doch. Hier war doch gerade irgendwo. Oder habe ich die Magie jetzt auch aufgebraucht, die da war? Hier vielleicht. Muss schauen, wo ich mich aufladen kann. Sonst muss ich jedes Mal nach hinten laufen. Das wäre relativ doof. Ja, dann werde ich jetzt einfach mal mein Grundstück platt machen. Was da alles drauf ist und so weiter. Oh, das war's mit dem Jetpack. Ziehen wir das an. So. Haben wir alles weg. Tut mir leid für dich, Rubber, aber muss sein. Rubber haben wir jetzt auch erstmal genug, glaube ich. So, dann nehmen wir ein bisschen Erde. Werden wir ein bisschen mehr noch kriegen, glaube ich. So, dann kommt die Melone hier weg. Das kommt weg. Unsere Karotten müssen weg. Haben wir wieder auch ein bisschen was zu essen. Ich habe übrigens auch vor, mir eine Kuhfarm zu machen. Irgendwann mal demnächst. So, dann machen wir doch einfach mal. Ja, holen wir uns ein bisschen. Ein bisschen Dirt. Dirt, Dirt, Dirt. Haben wir hier. Dann haben wir hier Gras eigentlich.
So. Dann sollten die Dinger auch alle weggehen. Dann machen wir nochmal hier weiter. Holzen wir das hier ab. Alles muss hier weg. Und dann werde ich mal hier provisorisch schon mal. Ich hoffe, ich verdecke jetzt gerade nichts, weil das ist gerade blind heraus, einfach so. Ich denke aber, das sollte hinhauen. Jo, ging sich perfekt aus. Einfach drei immer. Dann passt das schon. So. Die Fackel hier kann weg. Und dann habe ich auch schon nichts mehr. Muss ich neu holen. Oh Gott, komme ich da noch mal hoch? Das wäre schon praktisch. Schnell. Ja, passt. Alles gut. Jetzt kann ich mein Portable Hole aufladen gehen irgendwo, wo das geht. Müssen wir hier erstmal alles zuschütten, habe ich jetzt zumindest mal vor. Ups. Die Dierschaufel ist zu heftig. So. Machen wir da noch alles zu. Dann noch eins, zwei, eines noch. Ja, passt. Ja, läuft. Das muss ich dann auch noch so machen, wie ich das haben wollte, sodass das auch schön zu ist, aber das hat ja noch keine Eile, um ehrlich zu sein, also kann ich mir da ruhig Zeit lassen. So, und dann haben wir das Loch hier mit den Solarpanels perfekt offen. Ja. Sehr gut. Wir müssen jetzt die ganzen Bäume weg. Machen wir einfach so Vorbereitungen jetzt mal, würde ich sagen. So ein bisschen Ordnungsarbeit oder Aufräumen. Frühjahrsputz kann man es auch nennen. So. Die ganzen Bäume müssen weg. Aber wieder ein bisschen mehr Holz auf Reserve, falls wir das brauchen werden. Aber ich denke, wir werden großteils Spruce Wood brauchen für das Schiff. Ich habe ja schon mal auf Facebook die Umfrage gemacht, ob ich das so machen soll, wie ich es geplant hatte. Ich hatte nämlich geplant, dass ich eine fliegende Black Pearl baue. Wer die Black Pearl nicht kennt, aus dem Film Flucht der Karibik. Ich habe nämlich gerade im Fernsehen so Flucht der Karibik gesehen zu der Zeit. Das ist, glaube ich, 2 Wochen jetzt her oder so. Dürfte hinkommen. Dachte mir so, boah, eine fliegende Black Pearl, das wäre eine geile Idee. Weil ich hatte ja schon mal gesagt, ich will irgendwas Fliegendes bauen, ob eine Festung oder irgend sowas. Und dann kamen irgendwelche Leute mit Schiff als Idee. Da dachte ich mir, ein fliegendes Schiff hätte eigentlich schon viel Style. Aber eine fliegende Black Pearl, das hätte mehr Style. Und ja. Deswegen werde ich da mein Bestes geben, die im Singleplayer mal vorzubauen und dann im Livestream nachzubauen. Und ich hoffe mal, euch wird das gefallen. Ja. Also werde ich mich dann auch daran setzen, dass ich die im Singleplayer eben vorbaue, wie gesagt. Und am Wochenende in einem Livestream dann. Ich weiß noch nicht, wann ich den machen werde, aber ihr werdet auf jeden Fall ein Ankündigungsvideo sehen und auch auf Facebook wird es gepostet werden. Also einfach nur vorbeischauen. Die Äpfel will ich haben. So. Machen wir hier noch ein bisschen weg. Haben wir noch wo Bäume? Hier hinten haben wir noch viele, ne? Ja. Da ist noch einiges. Muss alles weggemacht werden. Alles muss rasiert werden. Hauptsache, ich habe immer noch eine Stahlaxt. Die habe ich schon seit Ewigkeiten. Egal eigentlich. So. Alles schön weg. Da muss auch noch ein bisschen was weg. Wir haben einfach so richtig viel davon. Also, ich weiß nicht, wieso ich so viele Bäume gepflanzt habe. Ich dachte irgendwann mal, glaube ich, dass ich das Holz brauchen werde, aber es ist nicht der Fall. Ich brauch's nicht wirklich. Da haben wir noch einen Apfel. Ich kann mir mal so einen OP-Apfel machen, einfach so just for fun. Der große Baum muss dann leider auch weg. Obwohl, da wäre ein Axe of Stream ganz praktisch, ne? Aber ich habe halt leider keine. Dann baue ich den halt so ab.
Okay, das geht so nicht. Das geht ja nur, wenn ich was schnell abbauen muss, wie zum Beispiel, wenn ich das mit der Erde, habe ich das, glaube ich, gemacht. Und mit der Erde ging das ganz gut. Deswegen baue ich mich jetzt einfach mal hier nach oben, bis noch ganz nach oben durch. Jetpack sollte noch ein bisschen halten. Von daher sollte das kein Ding sein. Ja, und da sind wir schon oben. Ich muss dann noch die einzelnen rausschlagen. Wie den hier. Und dann haben wir noch den da. Und da ist auch noch einer. Und hier drüben war, glaube ich, auch noch einer, ne? Jo, genau, hier. Zwei sogar. Das dürfte aber jetzt gewesen sein. So, dann werfen wir mal die eine Fackel weg. Haben die irgendwelche Elemente? Ja, haben die. Sehr gut, dann sind die ja wertvoll. Ja, mehr haben wir hier auch nicht zum Abbauen eigentlich. Den Chunkloader kann ich noch nach unten versetzen, aber ist jetzt nicht so wichtig gerade. Ja, Zombie, was willst du? Ich gehe mal kurz meinen Portable Hole aufladen. Bei Tim hat das, glaube ich, vorhin funktioniert. Ich muss Energie schnorren, also Magie, besser gesagt. Los, gib mir Magie. Bitte, bitte, bitte. Komm. Nee, wirklich nicht. Dann schauen wir nochmal bei Riol. Das lädt sich nicht auf, ne? 71. Muss ich wirklich in die Stadtmitte laufen? Ah, hier, okay, sehr gut. Sehr gut. Dann ist mein Grundstück jetzt so ziemlich leer. Muss ich jetzt nur noch hier ein paar Löcher füllen. Wie das hier. Kann man noch ein bisschen was schöner machen. So vielleicht, ja, das sollte passen. Gleich haben wir auch keine Erde mehr, deswegen fülle ich jetzt lieber noch hier ein bisschen was auf. Bisschen Dirt haben wir noch, weil das war's dann auch schon. Ja, mehr brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Hier vielleicht noch. Ja, passt. Dann gehen wir nochmal hier runter. Oh Gott, nein. Wieso genau hier rein? Habe ich irgendwo einen Weg nach oben gehabt? Ah, Blödsinn, ich muss ja noch weiter runter. Ha, fail. So. Input. Ich weiß nicht, was genau davon einsortiert wird und was nicht. Deswegen, ich tue einfach alles rein. Dann sehe ich das ja gleich, was zurückkommen wird. Ey, what the? Finde ich gemein. Okay. Dann laden wir uns kurz auf. Das hat ja jetzt kurz die Zeit sicherlich. Ich muss mal Transformer-Upgrades machen und da unten reinpacken. Das kann ich vielleicht auch noch die Folge machen, ich weiß es nicht. Aber ich denke nicht, dass die Folge allzu langsam wird, denn ich werde mich da oben ja dann darauf vorbereiten, das Ganze zu machen. Was ich noch machen werde, ist möglicherweise ein bisschen Basalt reinschmeißen in den Ofen, damit ich das dann nächstes Mal habe, weil aus Basalt will ich das großteils bauen. Und ich brauche wirklich Transformer-Upgrades, ich mache das jetzt mal eben. Habe ich denn? Ich glaube, ich habe keine, ne? Hier müssen welche drin sein. Das heißt, M4-Transformer, Double Insulated Gold Cable, das haben wir, sehr gut. Circuits haben wir auch. Glas haben wir sowieso. Dann noch einmal 3 M4-Transformer. Dann noch ein Stack Glas am besten. Mal schauen, wie viel wir da rauskriegen. So. Da fehlt es jetzt an MV-Transformern. Zwei Stück noch am besten. Wieso nicht? Machen wir mal rein da. Die gehören da hinein. Das kommt raus. Hier rein und das Glas hier drüben hin. Dann nehme ich jetzt, glaube ich, ein bisschen Basalt. So. Transformer-Upgrades hier rausnehmen. 5 Stück. Die kommen dann mal da hinein. Wie viel gehen denn da rein? Okay, so viel. Jetzt will ich mal schauen, wie schnell das geht. In der Geschwindigkeit an sich hat sich nichts geändert, glaube ich, oder? Bisschen schneller vielleicht.
Müsste da vielleicht noch Overclocker dazu tun. Ich kann ja noch ein paar Overclocker machen. Hatte ich die hier drinnen? Ich weiß gar nicht, hatte ich irgendwo Overclocker schon drinnen? Ich kann ja mal kurz an den Kisten hier hintergucken. Hier unten, okay. Mach ich da mal die Transformer dazu. So, und für Overclocker brauche ich die Coolant Cells, das weiß ich. Oder nee, ich habe das anders gemacht, ne? Doch, eben Coolant Cells. Circuits und Copper Cable. Machen wir mal so viele. Dann brauche ich noch die Coolant Cells. Die gingen mit Tin und Water Bottles, ne? Genau. Das bedeutet, ich brauche Tin und Water Bottles. Tin habe ich hier. Water Bottles. Mache ich mal einfach welche. Glas habe ich ja an sich genug. Jetzt habe ich aber hier gar kein Wasser. Muss ich kurz Wasser holen gehen. Oh, und hier oben ist so schön leer jetzt. Hä, habe ich hier Stärke? Hatte ich gerade Stärke? Ich denke einen roten Effekt gerade. Ist aber nicht Speed gewesen, oder? Nee, das war nicht Speed. Speed ist ja nicht rot. Komisch. Gut. Machen wir mal ein paar davon. Hier brauche ich dann noch Circuits, genau. Die hatte ich. Ach, ich habe keine mehr. Muss ich eben Circuits machen, das heißt, ich brauche auch Copper Cable. Mache ich einfach mal ein paar. Nehmen wir mal so viel Copper raus. Und den Rest machen wir mit Rubber voll. Brauchen eh wieder Copper Cable auf jeden Fall. Von daher ist es kein Ding. Na komm. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 62. Perfekt. So. Dann brauchen wir noch Refined Iron und Redstone. Nehmen wir mal einfach einen Stack von jedem. Das kommt dann hier dazu. Einfach mal ein paar Circuits machen. Das wird aber ein bisschen viel. Ja, okay. Ich habe zu viel wenig Redstone reingemacht, aber es ist ja nicht so schlimm. Wir kriegen da auf jeden Fall 32 raus. 32, ja. Perfekt. So, jetzt brauche ich noch Copper Cable. Das haben wir noch da. So. Und das kommt dann mal hier ran. Und die Coolant Cells sind hier oben drin. Wenn jetzt eine übrig bleibt, dann kann ich da immer noch welche reintun. Ja, perfekt. Ich habe nämlich genau noch eine. Die war hier drinnen. Hier ran. Und dann haben wir das hier oben. Vier Stück. Läuft. Dann können wir hier den ganzen Crap mal wieder rausnehmen. Ich glaube, hier unten war noch irgendwo Gold drinnen, ne? Ja, oder? Also dann schauen, dass nicht hier irgendwo irgendwann was überbleibt, dass ich das dann vergesse oder so. So, das nehmen wir auch raus. Dann hier noch das Copper Cable. Das kann man dann alles einsortieren lassen. Eben, so. Copper Cable, Rubber. Zack, 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 zack. Und die Water Bottle tun wir mal da rein. Ist ja egal. So. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt, aber. Ich glaube schon. Ich kann ja mal kurz. Bisschen was verbrauchen einfach. Beziehungsweise ich kann das ja auch mal später testen. Ich gehe mal einfach hier zur Quarry. Hatte ich die abgebaut? Hatte ich die Quarry abgebaut? Ne, habe ich nicht. Ich habe das Portal spendiert, genau. Das heißt, ich muss da jetzt hin. Das bedeutet, ich hole mir eben ein Nether-Portal, welches wir bei Tim haben. Kann ich mal kurz reingehen. Kann ich mal kurz benutzen. So. Und dann gehen wir da ganz kurz rüber zu unserer Quarry und bauen das ganze Zeug ab. So, jetzt haben wir hier das Loch. Wo muss ich lang? Da muss ich lang. So.
Einfach so hier lang hüpfen. Und dann hier ran. Waypoints sind ja leider alle weg. Das ist ja natürlich sehr sexy, aber kann man nichts machen. Das war die erste Quarry. Gott, ist das lang her. Bin ja mittlerweile auch schon bei Folge, wie viel? 64 oder so? Nein, 63 ist das hier. Echt übel eigentlich, wie schnell das verging. Und wenn man denkt, dass ich jeden Tag eine gebracht habe, also fast jeden Tag. Ich denke mal, es ist ganz gut. Außerdem habe ich ja schon öfter gestreamt, also so circa 16 Stunden Stream dürften auch schon drin sein. Weil einmal der 10 Stunden Fullstream. Ist das meine Quarry? Ich glaube schon, oder? Jo, ist meine. Was hat denn Alex hier gemacht, dass der hier überhaupt in der Nähe war? Frage ich mich gerade. Machen wir das hier mal weg. Sammeln wir das alles an. Tesseract. Und noch einen Tesseract. So, und dann gehen wir mal kurz zurück mit. Ist egal welchem Portal eigentlich. Dann können wir die auch wegmachen. Und dann sortieren wir das eben an. Conduits. Die restlichen Pipes. Die beiden Tesseracts. Die müssen hier ran. Das Schild. Das muss drüben hin. Oh Gott, so. Hier ran. Und die Quarry muss noch hier drüben ran. Nein. Nein. Da. So, jetzt muss ich mal kurz testen. Geht das schneller? Ja, das geht schneller, oder? Ich glaube schon. Ich kann das ja mal einfach die ganze Zeit anlassen. Dann schau, wie schnell sich das auffüllt. Aber ich glaube, das war es eigentlich schon, was wir für die Folge erledigen wollten. Dann wird es halt eine etwas kürzere Folge, aber das ist ja auch nicht so schlimm, glaube ich. Wenn die mal etwas kürzer wird. Ich kann euch ja noch sagen, was ich vorhab. Ihr könnt mir dann Vorschläge in die Kommentare schreiben und dann wirklich auch bitte Vorschläge dazu und nicht zu irgendwas anderem. Und zwar wollte ich hier dann oben irgendwie Ward Glass blockiert ja leider, deswegen muss ich hier normales Glas reinmachen, damit das da dann halt durchscheint und da unten dann halt noch verdecken oder irgend sowas. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Vielleicht auch mit Grascover. Auf jeden Fall, hier oben soll nicht viel sichtbar sein. Und hier oben drüber fliegt dann die Black Pearl. Und was ich unten noch hinmachen wollte, kann ich ja mal kurz hier durchgehen. Hier drüben, wie gesagt, wollte ich ursprünglich ja die Mobs ranmachen, aber jetzt habe ich halt vor, diese größeren Blöcke ranzumachen. Könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet. Und zusätzlich wollte ich dann noch. Wollte ich dann noch. Moment, ich lade noch kurz auf. Doch, ich glaube schon, dass es schneller geht. So. Hier drüben wollte ich noch ein paar Sachen machen, wie Teleporter zum Beispiel, einer auf die Black Pearl. Vielleicht einer in die Stadt, ich weiß es noch nicht, aber ich glaube nicht. Und was halt sonst noch so gibt für Sachen, wo ich mich hin teleportieren muss. Dann eine Ender Chest. Die Magie-Sachen, weiß ich noch nicht, wo ich die hinpacke, vielleicht auch hier an die Wand irgendwo. Dann hatte ich noch vor, eine Kuhfarm zu machen, deswegen da unten das. Die Kühe sollen da durchschwimmen, also das sieht man dann von oben, dass die im Kreis schwimmen, einfach da unten. Und dann halt getötet werden und eingesammelt. Deswegen das Glas da unten, falls sich das wer gefragt hat. Dann hatte ich noch vor eine Mob-Farm. Aber so wie ich das wollte, funktioniert das nicht richtig. Also ich werde, glaube ich, keine Mob-Farm bauen, weil. Ja, ich brauche es eigentlich nicht. Also ja, keine Mob-Farm. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, glaube ich. Könnt ihr mir gerne schreiben, wie ich das bauen soll oder wie ihr es schön finden würdet. Und hier muss ich das dann immer noch fertig machen. Ihr könnt mir immer noch schreiben, was für ein Gerät ich hier neben die Rolling Machine machen soll, weil der Electrolyzer, der funktioniert ja nicht so richtig. Machine Block, toll. Da hätte ich viel drüber nachdenken können, aber ist ja auch egal, ich brauche das Teil eh nicht. So, kommt da rein. Ja. Und ja, wie gesagt, oben die Black Pearl dann. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ja. Tschüss.